Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 4. Wir sind ja jetzt hier oben bei Mass Fusion. Und jetzt werde ich hier mal kurz die Synths noch leer räumen. Weil deren Fusionszellen sind jetzt zwar nicht so wichtig, aber die Waffen, die sie haben, die finde ich schon nicht so schlecht. Ich kann mal kurz Licht anmachen. Verdeckte Operation ist es ja definitiv nicht mehr. Und jetzt werden wir uns hier auch nochmal alles schnappen, was wir jetzt irgendwie zu schnappen können. Und hier nicht noch mehr Synths? Nee, scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Na doch, hier hinten. Aha. Die haben ja mal diese wunderschönen Institutpistolen. Und die geben Glasfaseroptik beim Zerlegen. Und das brauchen wir öfters mal für Geschütze oder ähnlichem. Jetzt wollen wir mal gucken. Da oben sollen wir jetzt irgendwie hoch. Da ist die Treppe. Ein ziemlich großer Haufen Schrott. Ja, so kann man es auch sehen, Preston. So, nehmen wir uns. Eine Schlüsselkarte, was? Die können wir sicher noch gebrauchen. Ja, da war ich mal wieder viel zu fix mit dem E drücken. So, was haben wir denn jetzt hier? Ich sehe den Beschleuniger nirgendwo. Sie müssen ihn verlegt haben. Schauen wir mal in dem Terminal da drüben nach. Wenn wir das gesamte Gebäude durchsuchen müssen, sollten wir am besten bald damit anfangen. Da war... ich bin viel zu schnell. Dazu, dass alles mal gut war. So schnell kann ich doch gar nicht gucken. Jetzt gucken wir kurz nochmal in diverseres rein. Ich glaube nicht, dass ich das wiederfinde. Das sind halt alles Items, die man nicht ablegen kann. Sowas wie Covenant-Schlüssel und... Es war auf jeden Fall ein Holoband. Fridays Programm. Gut, ich sollte jetzt hier mal ein bisschen besser aufpassen. Aber so, ich glaube nicht, dass ich das finden werde. Gut, dann machen wir hier erstmal fürs Hauptlabor. Ja gut, dafür haben wir jetzt sogar schon das Passwort gefunden. Persönliche Entry-Mail 30.07.77 an K. Oslo von N. Kandrich, Forschungsleister. Gemäß Ihrer Anweisung wurde der Beryllium-Beschleuniger in unseren Hauptreaktor in Untergeschoss 01 installiert. Da ich außerdem die Sicherheit aller Kartenleser im Gebäude erhöht habe, benötigen Sie Ihre Hauptschlüsselkarte, falls Sie die Aufzüge benutzen möchten. Ich möchte Ihnen hiermit noch einmal offiziell mitteilen, dass ich mit einer Beschleunigung des Projektzeitplans nicht einverstanden bin. Ich finde es beunruhigend, dass die derzeitigen Ereignisse, wie etwa weltweite Unruhen, keinen Einfluss auf Ihre Entscheidung gehabt haben. Mir ist zwar bewusst, dass Ihr Kontakt zum US-Militär eine rationale Vorgehensweise erschweren könnte, trotzdem empfehle ich Ihnen dringend, die Situation noch einmal zu überdenken. Ich dachte, Sie hätten genau aus diesem Grund Poseidon verlassen. Karl. Gut, gucken wir mal hier in den 29. rein. Von K. Oslo an K. Kadrich, Forschungsleiter. Ich beobachte den Reaktor jetzt seit Wochen und der Beryllium-Beschleuniger läuft mit höchster Effizienz. Bisher konnte ich lediglich eine Abnahme des MP-Spektrums von weniger als 0,001% feststellen. Wenn Sie sich eine stabile Plasmareaktion erhofft haben, hier ist sie. Glückwunsch. Vielleicht sollten Sie und das Militär eine Flasche Champagner aufmachen. Okay, 5.8.77. Auch wieder von K. Oslo. An K. Oslo. Von Reisebauer Personalkorridator. Heute Morgen wurde Dr. Noel Kedrich aus dem Gebäude geführt und sein Vertrag bei Mass Fusion wurde aufgelöst.
Der Speicher seines Terminals wurde gelöscht und seine Forschungen auf unseren Hauptrechner übertragen. Dr. Kedrich wurde mitgeteilt, dass jeder Versuch, eine Anstelle bei einem konkurrierenden Atomenergieunternehmen zu erhalten, eine Klage nach sich ziehen wird. Laut Vertrag werden seine Pension und die Beihilfen gesperrt. Sollten Sie noch etwas von der Personalabteilung benötigen, teilen Sie es mir bitte mit. Okay. Unternehmens-Intrimail, 25.09.2077. Alle Mitarbeiter sind hiermit zur Feiertagsfeier 2077 eingeladen. Die Veranstaltung wird in diesem Jahr auf dem Dach unseres Hauptsitzes abgehalten, um Ihnen die Gelegenheit zu bieten, mit Ihnen Lieben und Essen und einen wunderschönen Ausblick über die Stadt zu genießen. Es wird eine Bar und Live-Musik geben. Außerdem findet um 22 Uhr ein besonderes Feuerwerk statt. Wir hoffen, Sie dort begrüßen zu dürfen. Okay. Soweit, so gut. Das heißt, wir müssen jetzt weiter runtergehen. Mit dem Aufzug. Wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Ey, was macht ihr denn? Oh. Okay. Sieht ja schon cool aus, so von außen. Ah, mal gucken. Ah, jetzt ist es zu. Jetzt ist dunkel. Jetzt ist mega dunkel. Okay, alle anwesend bis auf Rüsti. Aha. Ah, den erwischen die nicht, oder? Aber dich dafür. So, jetzt aber. Und tschüss. Und tschüss. Nachladen. Ah, brauchst gar nicht rennen. Au, 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 au. Das wollte ich aber wissen, wa? Gut, nachladen. Das waren ein paar nette Treffer. Klar. Da ist noch einer. Ist er jetzt hier wie in der Schießbude? Wie lasse Sprengladung bitte? Mian. Verdammt! Wir haben den Strom der Aufzüge gekappt. Mit einer Stahlkiste direkt in einen Hinterhalt des Instituts zu fahren, ist sowieso kein guter Plan. Ah, vergiss es. So, nächsten. Du auch nochmal? Komm, nachladen, schneller. Wir stehen hier mitten auf freiem Feld. Und du kriegst auch noch mal einer. So, sonst noch jemand? Nein? Gut, dann werdet ihr jetzt außer Betrieb genommen. So. Denn ich nehme euch jetzt alles Mögliche weg hier. So, was haben wir hier jetzt?
Was soll ich mir ansehen? Bis auf, dass wir hier ein bisschen radioaktiv verstrahlt werden. Okay, hallo Preston. Wo kommst du jetzt gerade her? Nee, hier ist nichts weiter. Gut. Nee, der war leer. Der ist auch leer. Dann haben wir hier noch eine Tür. Mass Fusion Laborschlüssel. Okay. Das nehmen wir uns noch mit. Das auch. Also wenn wir schon hamstern, dann hamstern wir richtig. So. Ja, Glasbirne. Jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir hin? Hier ist noch eine Tür. Wir könnten uns auch hier hinunterfallen lassen. Vielleicht nicht so bequem wie ein Aufzug, aber immerhin die richtige Richtung. Okay. So, und du kriegst den Rest meiner Kugeln? Ausgeschaltet. Ist da hinten noch jemand? Das sieht so aus, ne? Ja, da ist noch einer. Statistisch gesehen ist es unwahrscheinlich, dass sie überleben. Offenbar ist mein Ziel verschwunden. Ist es nicht? Was war das? So. Das war gar nichts. So, dann gucken wir hier nochmal. Hier ist der Aufzug kaputt. Dann haben wir hier drüben noch. Noch einen kaputten Aufzug. Ein paar Minen. Plasmakartuschen. Ja, ich wäre noch nicht weiter runter. Ich will ja hier erstmal euch noch auslooten. Aber ganz unten müssen wir hin. Ganz in den Keller. Das heißt, wir machen hier eine kleine Spritztour nach unten. Immer weiter. Naja, zum Glück Power Armor, ne? Kann uns eigentlich quasi nichts passieren. Gunnerlicht hier auch noch. Eine Mini-Atombombe ist jetzt eigentlich nicht so ratsam mitzunehmen. Tun wir aber trotzdem. So, dich hatten wir. Nee, hatten wir noch nicht. Nehmen wir dich auch aus. Hier haben wir noch einen Balkon. Jo, mal rausgehen, gucken. Kann ja nicht schaden. Oder? Aber ein bisschen mehr umgucken. A little bit. Na? Oh, das ist aber wirklich ein süßer Balkon hier. Aber so weit unten sind wir ja gar nicht mehr. So weit oben. Wir sind ja eigentlich schon quasi fast wieder ganz unten. Na gut, dann wieder rein ins Gebäude. Können wir durch die andere Tür wieder reingehen. Schaden tut es ja nicht. Dann müssen wir jetzt noch gucken, dass wir noch ein Stück weiter runterkommen. Wir könnten eigentlich abkürzen, indem wir hier richtig runterspringen, aber das will ich nicht. Deswegen gehen wir jetzt hier einfach an der Seite ein bisschen lang. Sensor meldet feindliche Präsenz. Auf Befehl des Instituts müssen sie vernichtet. Wo kommst du denn her? Wo kamst du denn her? Ich wollte gerade was trinken. Hallo? Oh, was hast du denn für eine billige Waffe? Du hast ja keine gute Waffe, warum nicht? Ah,
so. Ach, direkt da unter mir. Zack, und weg mit dir. So. Gehen wir erstmal hier durch. Da gibt da eigentlich gerade nur den Weg. Gehen wir erstmal hier durch, oder? Da gehen wir noch nicht lang. Da geht es ja weiter runter. Und den legendären würde ich gleich nochmal gerne plündern wollen. Vielleicht hat er ja was Anständiges für uns. Jetzt hatte ich da hinten ein MG gehört. Oh, Einsteigerkoffer. Wird alles mitgenommen. Soll alles uns gehören. So. Ah, jetzt sind wir sowieso schon voll. Aber auch die technischen Dokumente können sich doch auch noch ein bisschen entlohnen. Doppelschuss, Laserpistole hast du. Das Ding ist gut. Sogar sehr gut. Gerade Doppelschuss. Ist echt nicht schlecht. Also. Aber wir haben eigentlich schon genug Laserwaffen bekommen. Ich hätte gerne mal so ein... Hallo. Hä? Was war das denn jetzt? Warum ist hier jetzt alles in die Luft geflogen? Lange können Sie nicht unentdeckt bleiben. Nö, ich bleibe auch nicht lange unentdeckt. Spätestens wenn ich dich entdecke, dann ist sowieso Game Over für dich. Scheint nichts zu sein. Vielleicht müssen meine Sensoren kalibriert werden. Ja, ich denke mal schon. So kann ich jetzt aber nichts da unten sehen. Da können wir... Hätten wir auch runtergehen können. Wir gehen hier aber mal den üblichen Weg. Bewegung, greife fein an. Oh, scheinbar bist du schon gegen irgendwas angetreten. Mal gucken. So, U-Bahn-Marke. So, kritisch gegen Streifenjäger. Und du kriegst auch nochmal einen Kopftreffer. Ja, der Hauptgewinn, der macht sich bis jetzt nicht schlecht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass so ein bisschen Brandschaden so einen Unterschied machen, aber nice. Okay. Komm, du kriegst auch nochmal ein paar schöne Kugeln. Du könntest schwören, dass sie uns gehört haben. Ah, das ist ein bisschen mies jetzt. Aber ich grill gerade das andere Ding. Boah, bis das verliert, ist es ja. Also direkt hier unter ist es. Es wird gerade durch unsere Rüstung gegrillt. Und es verliert, und es verliert. Ah, gut. Wir machen erstmal den da hinten weg. So, oh, jetzt habe ich nochmal anständig getroffen. So, von hier aus kommen wir ans andere leider nicht ran. Dann werde ich jetzt mal kurz was essen. Hilfsmittel, wo haben wir's? So. Wieder gut genährt. Weil ich möchte hier hinten noch looten. Was haben wir hier? Kleine Besenkammer oder was? Na komm schon. Jawohl. Das wär's. Ah, Kleber. Hm. Metalleimer. Wenn schon überladen, denn noch mehr. Okay, hier haben wir noch einen Gunner.
haben die Gunner hier schon wieder gemacht? So, einmal direkt auf den Lauf. Dann knallt das auch schön. Ah, so. Hier ist nichts weiter. Und hier geht es eigentlich quasi nur noch runter. Warum es hier so viele Trinkmöglichkeiten gibt. Merkwürdig. Warum schon wieder eine Nahkampfwaffe? Ach Mann. Ich habe ja nichts mehr gegen Nahkampfwaffenspiel, aber trotzdem. Es müssen doch nicht permanent nur Nahkampfwaffen sein, oder? Ist doch nicht so toll. So, da geht scheinbar weiter. Ja? Mit der Sicherungskarte. Sicherheitsterminal. Hier hätten wir noch die Protektrons aktivieren können. Für die heimliche Variante. Aber die brauche ich ja jetzt gerade eigentlich nicht. Holy shit, hier liegt aber viel rum. Finanzbezirk. Ach, wir sind jetzt schon im Erdgeschoss angekommen. Ja, warum haben wir denn jetzt eigentlich vom Dach gestartet? Wir hätten ja dann auch von unten starten können, eigentlich. Aber gut. Na, es hieß ja erst, dass es auf dem Dach ist. Konnte ja keiner ahnen, dass sie das mittlerweile nach unten verlegt haben. Oh. Cola. Aber ich denke mal, nach der Mission müssen wir definitiv einmal wieder zurück in den Vault. Weil wir sind jetzt schon extremst vollgepackt. Ah, hallo Preston. Hallo Proctor. Habt ihr vielleicht nochmal einen Reservefusionskern für mich? Nein? Schade. Da ist er ja. Der Reaktor von Mass Fusion. So etwas wird heute gar nicht mehr gebaut. Ich schaue ihn mir auch ganz gern aus sicherer Entfernung an. Okay. Keine Ahnung, wo es da lang geht. Gehen wir erstmal hier die offene Tür lang. Scheinbar war das nur so ein Kreisweg. So, auch hier einmal alles mitnehmen. Dann haben wir hier eine Tür, die zu ist. Auch ist zu. Ein Terminal. Aufseher verbessert. Na, machen wir mal eine kurze Hack-Angelegenheit hier. Garrett. Bin durch. Okay, das war geraten, Leute. Es war wirklich geraten. Okay, Turmsteuerung. Aggressotron. Einheiten aktivieren. Okay. Turmsteuerung. Sicherheitstürsteuerung. Tür schließen. Ah, cool. So, dann machen wir die Türsteuerung nochmal öffnen. Status aktiv. Turmsteuerung machen wir mal aktivieren. Und Aggressotron-Einheiten aktivieren. Ey, ey. Auf mich wurde doch gerade geschossen. Ach, über mir. Das Mistding. Dann wird hier bestimmt auf der anderen Seite aufwärts sein. Da gebe ich dir recht, Rüsti. Da gebe ich dir recht. So, dadurch, dass wir die jetzt aktiviert haben, können die uns jetzt nicht irgendwie nochmal gefährlich werden. Weil wir haben sie vorher ausgeräumt.
Räumen wir jetzt hier nochmal auf. Ah, lass mich mal durch. Wer auch immer da jetzt gerade stand. So, Aggressotron rausnehmen. Der brennt aber ganz schön lange. Muss ich ja schon sagen, also. Ist der aus Holz? Aggressotron aus Holz gebaut. Wäre eigentlich mal was Cooles. Könnte man mal machen. Was haben wir hier noch? Chemikalienanzug, warum auch immer. Und wahrscheinlich wird es da gleich wieder drin viel Strahlung geben. Aber ich glaube, wir sind hier gerade richtig. Deswegen gehen wir nochmal kurz auf die andere Seite rüber. Ah, hier ist noch so eine kleine Abstellkammer und noch ein Protektron. Na gut, dann aktivieren wir den jetzt auch nochmal. Ist ja nur Einsteiger. Cool. Okay, passt. Einheit aktivieren. Aktivierung Protektron zu Diensten. Und gleich wegballern. Besser ist es. Gut. Dann würde ich jetzt mal so langsam sagen, bevor wir jetzt hier reingehen und uns Institut vorknöpfen, die werden sich bestimmt gleich wieder alle rein teleportieren, machen wir hier in den kleinen Gruppenduschen nochmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.